Hey Leute, willkommen zurück zu Automon. Ich glaube, heute nehmen wir mal ihn. Und ja, leider habe ich immer noch keinen freigeschaltet. Defeat the Champion to unlock. Okay. Defeat the Champion on Difficulty 3 to unlock. Pass Self. Okay, das ist ja... nehmen wir mal ihn und gucken mal, was war... Was könnten wir denn diesmal nehmen? Ich will jetzt auch nicht jedes Mal dasselbe nehmen, auch wenn das natürlich schon nicht so verkehrt ist, um vielleicht dann auch was Besseres zusammenzubekommen. Ansonsten, Wasser, dieses Minus Attack on Enemy und Successful Hit könnte natürlich auch nicht so verkehrt sein. Dann würde ich dich direkt hier als Tank aufbauen. Ihn hatten wir ja schon mal, Figuronek. Ramblast schädigt sich selbst, das ist auch so eine tolle Sache. Die müsste ich eigentlich dann mit irgendeiner Heilung kombinieren. Ich glaube, ich nehme mal Clemity und dann gucken wir mal. So, du bist Wasser. Das heißt, wir sollten vielleicht on successful hit. Vielleicht wäre das auch ganz gut in Kombination mit Wind. Um das Ganze halt zu beschleunigen, wäre halt mal so ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Lightning damit reinnehmen würde, beziehungsweise Elektrik. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, ich probiere es wirklich dann mal mit Wind. Also Wasser in Kombination mit Wind. Und dann ist das jetzt hier am Anfang erstmal nicht so toll. Ich würde sowieso sagen, wir lassen dann erstmal hier einen außen vor. Oder nehmen wir schon einen mit? Gut, wir könnten die halt auch wieder entsorgen. Aber eigentlich ist das schon doof, wenn man wen mitnimmt, den man eigentlich... Obwohl, du hättest halt auch Wind und dann noch Grass. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Entschuldigung. Und für dich brauchen wir nur zwei Kopien. Okay, nehmen wir dich mit. Dann habe ich nichts gesagt. Und Wasser, Eis. Eis ist halt... Poison? Ja, nein, vielleicht. Ich würde sagen... Tja. Ich glaube... Ist halt auch die Frage. Also sich generell auf viele Sachen zu stürzen, ist glaube ich auch nicht so gut. Ich sehe das jetzt erstmal so. Ich versuche zwei Typen zu haben. Zwei Elemente... Und die dann irgendwie ein bisschen zusammenfassen und die möglichst stark erhöhen. Das wäre jetzt erstmal so meine Vorgehensweise. Das sind halt dann aber auch wieder nur Sachen... Naja gut, Speedbuff ist halt auch ganz gut für die Offensive. Aber Wasser ist halt für die Defensive. Wir bräuchten halt irgendwie noch sowas... Vielleicht Feuer? Irgendwas anderes noch vielleicht. Oder Poison. Gut, wenn ich Poison nehme und Speedbuff, wird natürlich ein Poison... Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Gut, nehmen wir mal das hier. Also Poison und Wasser haben wir hier. Ja. Gut, du bist Wasser. Attack Progress when Battle starts. Oh Mann. Was das genau heißt, ich würde jetzt drauf tippen, der kann schneller angreifen bei Kampfstart. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, aber nun gut. Orange Berry, das wäre natürlich auch schon ordentlich hier für Clemity. Ich glaube, das wäre gar nicht, ich glaube, ich nehme das mal mit. Dann kriegst du das und dann haben wir hier... Grass, ja. Elektrik könnte man vielleicht auch noch mit reinnehmen. Gucken wir mal hier, was es hier gibt. Das macht halt am Anfang so viel Send out. Okay, das heißt, ich kann es nur einmal benutzen. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Fried Chicken. Wäre halt auch nicht so verkehrt, aber wir haben hier Wasser und Wind mit ihm und er wird halt schon Speedbuff to all other Party Members. Du bist natürlich perfekt dann, wenn ich das so mache.
Gut. Dann ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, wir nehmen das mal. Ich hoffe mal, dieses Gehuste hört auch irgendwann mal wieder auf. Mein Gott. So. Du hast halt Lightning. Du hast Wind. Death Debuff wird damit natürlich auch ganz gut zusammenpassen. Sage ich jetzt einfach mal so. Und gucken wir mal, wie das jetzt bei Lorelei läuft. Wir können ja jetzt schon mal schauen, aber das sieht... Oh, das sieht alles nicht so gut aus. Aber die sind vom Level halt noch sehr niedrig. Hat aber noch wunderbar geklappt. Okay, was haben wir jetzt hier? Eisparty-Bonus. Enemy Speed Debuff ist halt die Frage. Auf der anderen Seite. Diese anderen Sachen. Holder takes 5 less damage per attack. Das wäre vielleicht für dich auch ganz gut. Dann würde ich, glaube ich, eher ein Item mitnehmen als XP. Dann gebe ich dir nämlich das. Und du hast jetzt auch schon eine Menge Lebenspunkte, also das dürfte sich bei dir schon lohnen. Aber dadurch, dass das halt wieder ein fester Wert ist, würde ich sagen, später dürfte das doch schon relativ schwach dann werden. Gut, die sind jetzt alle nicht unbedingt so interessant. Nehmen wir mal das hier. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas mit Poison. Das ist natürlich auch eine super Sache, wenn wir sowas wie einen Tank haben am Anfang und hat da noch so ein defensives Item drauf. Sparen wir uns so gesehen auch eine Menge Lebenspunkte. Das heißt, wir müssen die letztendlich dann auch weniger heilen. Bei dir ist das halt so eine Sache. Death Debuff on Enemy when Battle Starts. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Dann hätten wir noch Poison und Fire, aber das passt da halt auch nicht so wirklich zu. Ich glaube, ich nehme mal Surgical Kit. Damit kann man jetzt auch nichts falsch machen. Ansonsten gehen wir jetzt mal hier hin. Und schauen mal. Okay, du könntest mal ganz vorne hin. Die anderen, bei den anderen sieht das jetzt nicht so gut aus. Egal, machen wir mal. Okay, so. Elektrik und Poison. Ist natürlich auch so eine Sache. Speedbuff, wenn sent out, das ist halt wieder, da muss ich dran denken, dass das so einmalige Sachen sind. Ansonsten, ausruhen würde ich jetzt noch nicht nehmen. Grass nehme ich auf keinen Fall. Die Sache mit Eis würde ich jetzt auch nicht nehmen. Bei dir hier. Das wäre vielleicht noch eine Option. Dann hätten wir auch... Das ist aber auch irgendwie nicht so, das Gelbe vom Ei. Lassen wir das. Nee, dann machen wir das so. Dann nehme ich das erstmal mit. Und dann würde ich definitiv Field immer nehmen. Man kann das natürlich auch so sich überlegen, dass man Gebiete nimmt, die von den Elementen so ein bisschen zusammenpassen. Und sich dann die Automons aussucht und dann auch immer versucht, die entsprechenden Gebiete dafür zu nehmen. Ansonsten, wir machen das hier. Und dann gucken wir mal. So, du kommst trotzdem mal nach vorne, du hältst eine Menge aus. Bei dir ist das ein bisschen blöd, du kommst mal nach hinten hin. Aber dadurch, dass du Speedbuff hast für alle Party-Member, bleibst du auf jeden Fall drin. Du kommst mal dahin und dann machen wir das so. Okay, wir könnten dich schon direkt upgraden.
du hättest mehr Def Debuff. Das ist ja auch interessant hier. Heal fully and poison self for 10 HP per second when HP is below 30%. Interessant. Gut, aber ich glaube, wenn wir die schon aufwerten können, dann machen wir das doch auch. Und dann haben wir hier wieder Wasser und Wind. Das ist Medium, machen wir aber trotzdem. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Gut, das sieht jetzt nicht so gut aus. Du könntest, ja, du hast bis halt ein bisschen angeknackst. Machen wir das lieber so. Ihn hier würde ich natürlich, oder Ladybuff würde ich auch sehr gerne aufwerten. Hier können wir das direkt weitermachen. Fried Chicken ist natürlich auch eine nette Sache. Nehmen wir dich noch. Schon wieder evolved. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. Dadurch, dass du so angeknackst bist, ist das natürlich ein bisschen doof. Du kannst mal vorne hin. Und ja, das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Ich würde dich eher dahin packen. Wir könnten das natürlich jetzt schon benutzen. Die Frage ist, wollen wir das? Wir sind vom Level relativ drüber. Also ich will die Items halt auch erstmal nicht benutzen, sondern wir heben uns die mal auf. Das müsste halt vom Level auch noch locker reichen eigentlich. Selbst wenn wir vielleicht gleich einen Automon verlieren für den Kampf. Die anderen müssen das auf jeden Fall regeln. Jawohl, ja. Gut. Speed Debuff und Self Attack, nee. Electric Bonus, das ist nicht so toll. Shuriken, Piercing Damage oder XP, ja, das ist halt, ich bräuchte halt schon so ein bisschen Items. Also ich glaube, ich nehme mal das mit und das gebe ich dann mal dir. Und dann haben wir wieder Wasser und Wind. Dann machen wir hiermit weiter. Gut, das ist jetzt alles nicht so doll. Du könntest mal vorne hin. Du kannst mal da hinten bleiben, theoretisch. Oder wir stellen den noch so ein bisschen um. Doch, das passt. Das sollte so eigentlich passen. Die sind natürlich vom Level jetzt schon ein bisschen höher. Ich habe jetzt halt auch noch nicht so viele Automons. Das ist das Problem dann. Und ich habe halt auch keine Komplettheilung. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir evolven dich weiter. Oder wir ruhen uns mal aus. Wir ruhen uns aus. Ich brauche hier auf jeden Fall dann auch ein bisschen die Heilung. Gut, Wind und Elektrik haben wir hier. Und Rock. Okay. Ja, nehmen wir das. Das ist easy. Dann kommst du mal da vorne hin. Kommst du mal an die Stelle und die anderen. Machen wir das so. Beziehungsweise ihr. Gerade dieses Automonster würde ich mir halt auch wirklich aufheben für eine Situation, wo ich das wirklich gut gebrauchen kann. Pelifin würde ich halt sehr gerne evolven, weil dann mehr Speedbuff für alle anderen, das ist auch eine super Sache. Und das passt jetzt auch wirklich erstmal am besten. Gut, dann haben wir von dir schon mal einen zweiten. Ansonsten machen wir dann, das ist halt schon wieder Medium hier. Ich würde, glaube ich, die sind alle schon ein bisschen angeknackst zum Teil. Dann nehme ich lieber Easy. Und wir nehmen das hier. Okay. Ist jetzt nicht so ideal. Auch nicht, aber wir machen das jetzt einfach mal so.
Gut, von dir können wir auch direkt einen zweiten mitnehmen. Star hätten wir. Upgrades Holders Ability Beyond the Limits. Interessant. Also haben die auch ein eingebautes Limit für ihre Fertigkeiten. Aber ich habe keine Ahnung, wie hoch das ist. Ich würde erstmal sagen, das ist mir egal. Ansonsten nehme ich hier nochmal Ladybuff mit. Und das machen wir auf keinen Fall. Das könnten wir machen. Wasser würde ich, glaube ich, eher nehmen wollen hier als Wind, weil das ist halt... Ja, bezieht sich halt auch nur auf die ersten Angriffe. Nehmen wir das. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Du, ihr seid halt alle schon ganz schön angeknackst. Machen wir das dann mal lieber. Du kannst mal dahin. Und die lasse ich jetzt so. Uiuiuiui. Es war schon ein bisschen knapp. Von denen, ja toll, jetzt hätten wir hier nochmal Automatzer. Also ich werde auf jeden Fall dann hier die Heilung nehmen, weil die alle nicht so interessant sind. Und wir haben jetzt sowieso einen Bosskampf. Gulekt. Plus 9 Max HP permanently after defeating an enemy. Das ist natürlich auch schon sehr interessant. So. Du kannst mal dahin. Und was dich angeht, ich würde fast sagen, dich schmeiße ich mal raus. Dich nehme ich mit rein. Und machen wir das. Wir machen das so. Okay, da müssen wir uns auf jeden Fall schon ziemlich dran abarbeiten. Das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut. Wow, das war aber auch knapp. Okay, was haben wir? Rock Party Bonus. Will ich jetzt auch eigentlich nicht so nehmen. Belly Drum. 100% Attack Buff and Take Damage equal Max HP when set out. Ja gut, das ist wieder so was Einmaliges. Attack Buff. Okay. Also wir bräuchten halt das für irgendein Automon, was sehr viel Schaden macht pro Schlag. Und Gegner dementsprechend schnell erledigen kann. Dann wäre das eine super Sache. Das in Kombination mit einem Speed Buff. Ist halt dann auch nur einmalig das Teil, aber ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Wir nehmen jetzt hier mal XP. Und müssen dann jetzt mal schauen. Okay. Violet Town würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Momentan ist das schon ein bisschen... Läuft das alles schon ein bisschen schwieriger? Ist das alles schon ein bisschen schwieriger? Gut, machen wir das. Dann, das passt. Und so wie die stehen, gut, das ist jetzt nicht so dolle bei dir. Ansonsten, ach komm, lassen wir das erstmal so. Das sollten die halt trotzdem halbwegs fix schaffen. Das Problem ist nur, wenn ich die nicht möglichst gut anordne, kriegen die halt zu viel Schaden und ich muss die mehr heilen als nötig. Und wenn ich die mehr heile als nötig, habe ich weniger Zeit für oder andere oder... Weniger andere Optionen, um es mal so zu sagen. Okay. Wasser und das. Okay. Steroide. Attack Buff. Ja, nee. Das, die haben auch schon so kassiert wieder. Dann ruhen wir uns aus. Und was das hier alles angeht. Hart will ich aber nicht nehmen. Nee, das geht, glaube ich, nicht gut. Das wird nicht gut gehen. Okay, gut. Dann gehst du mal vorne hin. Was euch hier so angeht, würde ich wirklich sagen, das ist halt alles nicht so toll hier gerade.
könntest mal dahin. Ja, dann machen wir das so. Minus Attack, minus Speed, das ist auch super. Gegenüberstellung. Wir kriegen zu sehr auf die Nase. Also diese Sache, was ich mir so dachte mit Minus Attack on Enemy und Successful Hit ist nicht so gut geeignet für die Verteidigung. 50% Heilung wieder. Das würde ich halt schon fast, würde ich fast mitnehmen. So für den Notfall. Ja, komm, machen wir das erstmal so. Ich brauche auf jeden Fall. Ich kann nicht immer nur Heilung nehmen. Das ist halt. Das ist halt auch nicht so gut. Easy. Easy. Nehmen wir das hier. Da können wir mehr kriegen von denen, die wir schon haben. Und was euch hier angeht, du kommst mal dahin. Das ist halt aber auch alles gerade ein bisschen schwierig. Machen wir das. Speedbuff könnte ich theoretisch mal benutzen, aber ich weiß ja nicht. Ja komm, ich benutze das jetzt. Einfach um ihm hier auch die Death runterzukloppen. Und ihm dann auch. Was haben die denn hier alles? No Word. Enemy loses 20% Attack Progress when hit. Das ist ja auch super. Oh Mann. Wow, das war auch schon wieder viel zu knapp. Aber was soll's. Okay, das sind auch schon wieder hier alles so welche. Vielleicht sollte ich doch mal versuchen, noch mit auf Rock zu gehen. Attack Buff on Attack. Du wärst hier natürlich schon super Tank. Glaube ich. Dann hätten wir auch noch Eis mit drin. Ich glaube, ich nehme dich mal mit. Gut, dann hätten wir jetzt, das ist hart, das nehme ich auf keinen Fall. Dann machen wir hiermit weiter. Und schauen wir mal. So, ich würde dich mal vorne hinsetzen. Oder dich setze ich mal vorne hin, dann setze ich dich dahin. Und was den Rest angeht, du kommst mal dahin. Gut, also die Sache hier mit Wasser und Wind läuft nicht so richtig. Wind, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das so eine gute Sache ist, hier sich auf sowas zu konzentrieren, weil das halt begrenzt ist. Und das hier scheint auch nicht, ist auch nicht unbedingt so toll. Am Anfang minus 2% sind halt auch nicht so viel. Da müssen wir schon extrem hohes Tempo haben. Dich könnten wir dann noch. Ja gut, machen wir mit dir weiter. Dann bist du jetzt Level 27. Und wir müssen jetzt mal schauen. Okay. Die sind jetzt alle nicht so toll. Das passt halt auch. Dich würde ich sowieso rausnehmen. Dich können wir mal da hinsetzen. Du bleibst mal da. Und dann könnte natürlich auch noch jetzt wen hier heilen. Und ich glaube, das mache ich auch. Dann heilen wir nämlich dich.
Dann packen wir dich noch auch mit rein. Piercing Damage when attacked. Das ist natürlich... Ja gut, das würde ich halt dir wiedergeben. 30 Attack. Du hast auch mit am meisten Attack. Und dann machen wir das so. Eieiei, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr reichen. Nee, okay. Also das funktioniert nicht. Das war jetzt von den Typen halt auch nicht so eine gute Idee. Ich müsste irgendwas nehmen, was dann schon direkt Schaden macht. Sowas wie Feuer in Kombination mit, keine Ahnung, Rock zum Beispiel als Verteidigung. Und sowas wie Wind würde ich dann als Bonus nehmen vielleicht. Oder halt Feuer und Stil. Oder Elektrik und irgendwas Defensives. Aber im Prinzip läuft es, glaube ich, dann auf Feuer und Elektrik hinaus. Beziehungsweise Poison. So die drei Sachen. Und der Rest wäre halt mehr was für die Defensive. Gut, dann machen wir das nächstes Mal anders. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.